Und dann machen wir das jetzt immer Stück für Stück nach oben. Noch. So eine Schicht. Und dann kommt man hier runter und befindet sich hier unten in diesem Raum. Man kann hier rausgucken. Das machen wir natürlich alles noch schön irgendwann. Und dann ist hier oben haben wir dann drei. Genau. Höhe von drei Blöcken. Das hier ist die Decke und gleichzeitig halt der Boden von oben. Und jetzt hier kommt Geländer hin auf die erste Reihe. Und dann haben wir noch sagen wir mal sechs Blöcke kann man schon machen. Und das zieht sich dann einmal rum, hier, wie so ein Balkon. So. Der Screen ist fertig. Ich würde sagen, wir machen jetzt erst noch die Aushöhlarbeit zu Ende. Und dann tun wir das alles schön einkleiden mit Holz und dem ganzen Kram. Das heißt, noch mehr abbauen, yay! Und das hier ist ja praktisch die oberste Grasschicht hier schon. Ja, das kann man gut machen. Aha! Wand. Dann haben wir auch hier. Moment, jetzt muss ich nochmal nachzählen. Wir haben hier einen mit Geländer. Und dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke. Nicht alles täuscht, müssten wir jetzt da drüben bündig rauskommen. Aha!
die Decke können wir auch gleich mit rausreißen. Weil ist ja die Decke. Ja, gut, das dauert jetzt halt ein Weilchen. Ich hab eine Idee. Wir gucken uns dieses ganze Ausgehebe jetzt mal im Zeitraffer an. Viel Spaß! Ihr habt gemerkt, das geht viel schneller. Aber irgendwie habe ich doch keinen Bock drauf, das jetzt bis zum Ende zu machen. Habe ich ja gar nichts zum Labern. Oh, ernsthaft? Na gut, es wird eh dunkel. Eine auf Vorrat und noch eine Spitzhacke auf Vorrat. Und ich will mal was gucken. Das da, das will ich haben. Wir brauchen viel mehr davon. Aber ich glaube, so mache ich nur den Boden. Und die Wand mache ich irgendwie anders. Na, ich weiß noch nicht. Den Boden würde ich gern so machen. Aber die Wand mache ich anders. Demnach werden die drei auch noch so und die Wand hier, da steht ja dann eh ein Geländer drauf. Das würde dann etwas anders aussehen. Bisschen mehr Unterschiede einfach. Das hier lasse ich jetzt einfach mal drin.
das können wir immer noch rausreißen, wenn wir dann die Decke machen. Mir geht es jetzt erstmal darum, die Räume freizulegen. Oder den Raum. Ist ja noch, ist es ja ein großer. Ich glaube, ich muss die Playlist mit der Musik, die im Hintergrund läuft, mal ein bisschen erweitern. Oder mal erneuern zumindest. Mal gucken, was ich so finden kann. Es muss ja lizenzfreie Musik sein, die aber gleichzeitig irgendwie cool ist. Das jetzt, was zum Beispiel gerade läuft, das ist total funky. Aber das sind halt andere Sachen dabei, die sind nicht ganz so geil. So. Das hier und jetzt kommt das Ganze auf die andere Seite auch nochmal. Kurz kratzen, so. Dann können wir zum Beispiel hier unsere Drawers hinstellen oder was weiß ich was. Haben hier oben viel Platz für Zeug. Und kann hier runtergehen und hier unten ist dann nochmal Platz für Zeug. Hier unten können wir dann zum Beispiel Kisten reinmachen. So eine Art Lagerding. Das hat auf jeden Fall Potenzial. Mitgedacht. Eine Diamantspitzhacke oder eine, die verzaubert ist mit Effizienz oder sowas. Oh. Wie schön das jetzt wäre. Aber dazu brauchen wir Diamanten und Obsidian, um so einen Tisch zu bauen. Dann braucht er noch Bücherregale, damit der Zauber stärker wird. Und dann brauchen wir Lapis Lazuli, damit wir überhaupt Zauber machen können. Ach, das ist so. Furchtbar. Ist auch noch gar nicht so lange, glaube ich, dass man Lapis Lazuli braucht zum Zaubern. Früher ging das noch, also in der 1.7.10 in Life in the Woods ging das noch ohne. Und da war es auch noch nicht so, dass man zum Brauen einen Lohnstaub als Kraftstoff sozusagen braucht. Das war da auch noch nicht so.
machen jetzt in die Richtung einfach mal durch. Yay. Wir haben uns nicht verzählt. Ich kann rechnen. Wuhu. Das ist die beste Erkenntnis des Tages. Die Schaufel ist einfach gleich wieder down. Hier liegt immer noch so viel Erde rum. Vielleicht nochmal Zeug abwerfen, damit wir wieder Platz im Inventar haben. Schon wieder voll, ey. So geil. Na, Erde, Erde. Kann alles weg. So. Ich glaube, die können wir auch gerade mal weglegen. Die brauchen wir, glaube ich, nicht. Den Chisel lege ich auch nochmal weg. Das holen wir alles später. Aber vielleicht nochmal was zu essen. Haben wir noch was da? Nee. Doch da. Steak. Einfach nur, damit es uns nicht ausgeht. Seht ihr das auf der Karte? Da hinten, da ist ein Minenschacht. Rechts oben im Bild in der Karte. Das ist eindeutig ein Minenschacht. Und da läuft auch ein Mob rum. Mhm. Den müssen wir eindeutig noch durchsuchen. Es wird schon wieder dunkel. Einmal schön die Kante, die Fresse an die Blockkante hier rangehauen. So. Es ist so wahnsinnig spannend. Ich bin so angespannt. Ich weiß, mir fällt einfach gerade nichts ein. Das ist so. Ich muss mich gerade so sehr auf diese Erde konzentrieren. Das raubt mir den letzten Nerv. Ich kann einfach gerade nichts anderes erzählen. Es ist so spannend. Ich kann an nichts anderes denken. Es ist unglaublich. Fühlt ihr das auch? Diese Anspannung? Schafft er den nächsten Block noch oder schafft er nicht? Geht die Schaufel wieder kaputt? Es ist so unglaublich spannend. Das ist besser als jeder Kinofilm. Es frisst mich von innen auf. So. Okay. Das Ganze sieht alles tatsächlich noch ein bisschen gedrückt aus, finde ich. Gerade am überlegen, ob wir einfach nochmal alles ein nach unten setzen. Und dann halt das auch nochmal ein nach unten. Und dann hätten wir hier 4 in der Höhe und dann wäre das nicht ganz so gedrückt. Und ich glaube, dass wir das tatsächlich machen. Alles einfach nochmal einen Block nach unten.
weil sonst baue ich das nachher fertig, ja, und denke mir dann so, ist irgendwie doch scheiße, ich will hier mehr Platz über meinem Kopf haben und dann dürfen wir alles nochmal von vorne aufreißen. Deshalb, machen wir es einfach gleich so. Und dann ärgert sich hinterher keiner drüber. Ich will mal ehrlich sein, im Moment habe ich eh noch nicht so viele Zuschauer, die sich das Minecraft Let's Play hier angucken werden. Und das Video hier wird 4 Aufrufe bekommen und von denen haben es dann nicht mal alle ganz angeguckt. Von dem her. Aber wenn ich dann natürlich irgendwann mal meine YouTube Money und meine 25 Millionen Abonnenten habe, was weiß ich, wenn die dann alle irgendwann so langsam angekrochen kommen, ja. Ja, jetzt brauche ich natürlich. Ja, dann, und sich dann meine alten Videos angucken und mein Let's Play dann jetzt das hier angucken. Dann, sollen die sich natürlich jetzt auch mit angesprochen fühlen und mit, dass man auf die auch geachtet hat. Ne? Also. An alle Zukunftszuschauer, die das hier irgendwann mal sehen. Ich hab jetzt schon an euch gedacht, in weißer Voraussicht und möchte nicht, dass ihr zu kurz kommt. Es gibt ja unendlich viele Videos darüber, wie man auf YouTube erfolgreich werden kann, was man da machen muss, damit die Leute einen entdecken und dann auch weiter angucken und was für ein Content man machen muss, damit der Leuten gefällt, um die Zuschauer an sich zu binden und so. Und ich habe da mal in einem Video gehört, dass mach nur lange genug YouTube, die Zuschauer kommen irgendwann von alleine. Hieß es da. Und ich dachte mir dann so, gut, wenn der das sagt, dann wird das schon passen und jetzt mache ich seit 2,5 Jahren den Kanal und irgendwann müssen die Millionen dann ja mal kommen, also es kann ja nicht mehr lange dauern. Es ist unglaublich, im März werden es schon 3 Jahre. Es ist noch ein halbes Jahr hin bis dahin, aber trotzdem. 3 Jahre lang ziehen wir den Scheiß jetzt schon durch. Ich habe eigentlich ursprünglich gedacht, dass wir nach ein paar Monaten keinen Bock mehr haben, weil uns eh keiner guckt. Aber eine solide Fanbase von 88 Abonnenten sei uns gegeben. Und ey, ich wurde auf einem Konzert in Elching sogar schon mal angelabert mit dem Satz, hey, du bist doch der eine, der Videos macht. Also, ich meine, das ist ja im Prinzip alles, was man sich jemals erträumen könnte. Ich wurde erkannt, ja, das ist also Internet-Fame, das also... Im Prinzip kann ich jetzt auch aufhören, das also... Mehr erreiche ich in meinem Leben ja sowieso nicht mehr. Eigentlich kann ich jetzt auch in Frieden sterben. Ich werde drüber nachdenken. Aber wie kann der denn da reinkommen? Ich dachte, Marvel ist so ein... So ein Biomes Oplenty oder Underground Biomes Ding. Und Underground Biomes habe ich ja nicht mal drin. Komisch. Aber gut.
So. Und hier müssen wir ja noch. Hier müssen wir noch überall einen runter. Ich mache dann aber hier trotzdem nochmal eine Reihe Glas. Ich meine, ich habe mir gerade überlegt, ob man da vielleicht auch Holz machen kann, so als Rahmen. Aber ich will da direkt hinlaufen und das alles Glas ist. Die ganze Wand soll aus Glas sein. Dann machen wir dann auch nochmal Glas rein. Und den Boden drunter, den machen wir hier auch mit dem Holz. So, und eigentlich könnten wir das ja auch direkt mit aufreißen. Ah, Mann, ey! Scheiße, ich bin die ganze Zeit zu schnell. So. Okay.